Willkommen, lieber Stier, zu deinen Februarenergien 2021. Gucken wir mal, lieber Stier, was dir im Februar so widerfahren möge, was für Energien du zur Verfügung hast und was du daraus machen solltest. Nicht wirst, weil das ist deine Entscheidung, aber was dir zur Verfügung steht. So, dann gucken wir mal, deine Hauptenergie, da ist sie. Jetzt legen wir mal deine Karten rundherum, dass wir sehen, was du so zu erwarten hast. Wir haben vorbei, wir haben Unordnung, wir haben Selbstverantwortung, wir haben Kummer und Schmerz. Wir haben trotzdem einen Reichtum und man muss Kummer und Schmerz und die Unordnung, die hier oben liegt, die Kummer und Schmerz bringt, annehmen. Wir haben das Kollektiv, also alle Stiere und alles, was drumherum ist. Entschuldige, verkehrt gelegt. Dann haben wir Ordnung und Unordnung. Ja, Quatsch. Und die Mutter. Also die Mutter kann jetzt deine Mutter sein, muss aber nicht. Kann aber. Wir haben, bald herrscht Ordnung. Und deine Mutter ist sehr mutlos. Aber sie lernt und das Heim kommt auch wieder Ordnung. Das ist doch was Feines. Wir haben Reichtum, weil wir uns Gedanken machen. Und natürlich hat die Familie schlechte Gefühle. Im Hier und Jetzt passiert irgendetwas. Wie plötzlich. Und das ist jetzt Regierung oder offizielle Sachen. Versicherung, Fitnessstudio, alles, was so irgendwo was Offizielles ist, ist das. Universelle Hilfe, eine Heilung im Hier und Jetzt, das ist doch was Schönes. Und die Dankbarkeit dafür. Und dann haben wir, bald kommen wir wieder in den Fluss. Und die vergangene Ordnung ist vorbei. Darum herrscht erstmal Unordnung, das ist schön. Also, aus meiner Sicht ist das schön. Weil die vergangene Ordnung ist für mich eine Unordnung, aber okay, das, also die vergangene Ordnung, so wie es Vergangenheit als Ordnung war, ist vorbei. Die Mutter hat das Lernen im Fokus, das heißt, da könntest du auch noch was lernen. Am Anfang des, nee, ist noch gar nicht wahr, doch, am Anfang des Monats steht die Freude, am Ende des Monats steht der Sohn oder ein Freund, Bekannter, der jünger ist. Das wird alles sichtbar im Leben und fremd unbekannt. Und auf dich liegt Gefühl. Also, ich bin so gut hier. Also, auf deine Hauptenergie liegt hier, ist du selber. Das heißt, dein Partner. Hoppala, Entschuldigung, dein Partner. Dein Partner und sehr viel Gefühl. Das heißt, du wirst also mit deinem Partner sehr viel gefühlvolle Sachen erleben, grundsätzlich. Das kann aber, Gefühl ist weder gut noch schlecht, Gefühl heißt nur Gefühl, das kann jetzt Streit, Kummer, Sorgen, Liebe, Freude, Lachen sein, also es kann alles sein, Gefühl ist Gefühl. Also grundsätzlich ist es ein Monat der Gefühle für dich im Februar 21. Also, die vergangene Ordnung ist vorbei, bald kommt hier wieder Reichtum in dein Leben in Sache von Selbstverantwortung. Ich selbst bin für mich verantwortlich und das kommt sehr bald wieder in dein Leben. Du machst dir hier Gedanken über offizielle Sachen. Hier heilen die offiziellen Sachen wieder mit Hilfe. Hier kriegen wir Hilfe und hier kommt die Heilung mit Dankbarkeit. Das heißt also, hier müsste etwas passiert sein bis dahin, dass hier das Offizielle heilt, was für dich das Offizielle auch immer sein mag. Es ist auf jeden Fall ein Glück für dich. Es kann zum Beispiel eine Aktien sein, die in den Keller gefahren sind, die jetzt wieder heilen. Keine Ahnung, das Fitnesscenter hat dich aus dem Vertrag rausgelassen oder. Es kann aber auch weitestgehend Regierung sein oder sonst irgendwas. Das kommt jetzt auf dich, lieber Stier, darauf an, was du drin siehst. Wie du das benennst. Wenn du sagst, mit Regierung habe ich gar nichts an Hut, mit der Regierung schon gleich gar nicht. Ist es auch nicht. Du sagst, du bist jetzt, dich interessiert alles außenrum nicht mehr, dich interessiert nur deins, dann ist das ein offizieller Vertrag, der hier Glück bringt, weil er
weil du Hilfe kriegst und der in die Heilung geht, was auch immer es sein mag. Hier im Haus deiner Familie, der auch hier liegt, liegt online. Das heißt, hier wird sich informiert, Gedanken gemacht, hier ist Wissen erlangen. Nicht nur über Fernsehen und Zeitung, sondern auch im World Wide Web, also auf der ganzen Welt. Das ist sehr, sehr groß. Und hier kommt man, dadurch kommt man auch wieder ins Hier und Jetzt. Und dadurch erlangt man aber auch die Heilung, was sichtbar wird im Leben bei dir. Dein Fokus ist auf Lernen. Also das, was du hier erfährst und sichtbar wird, musst du lernen. Und ich gehe mal davon aus, auch deiner Umwelt, also deiner nahen Umfeld, wie dein Partner und deiner Mutter oder deine Mutter, wenn du keinen Partner hast, dein bester Freund oder der am nächsten steht. Wenn du jetzt keine Mutter hast, ist es auch eine ältere Person im Umkreis oder Freunde oder so. Also ist ja eine globale Legung, also musst du es ein bisschen umdenken, wenn es nicht Mutter und Partner ist. Die sind hier absolut in Unordnung, wie das Kollektiv auch. Also verstehen die Welt nicht mehr, da steht alles ein bisschen auf dem Kopf. Haben dadurch Kummer und Schmerz, sind dadurch sehr mutlos. Und denen musst du helfen, das zu lernen. Du bekommst natürlich Hilfe dazu. Nimm sie bitte an, da steht hier Hilfe annehmen. Auch der Sohn, obwohl der da schon ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich sagen, in dem, was er hier lernen soll oder lernen oder sichtbar wird im Leben. Weil er ist zwar hier mutlos wegen der Unordnung, die er nicht ändern kann, aber er ist schon in seiner Selbstverantwortung. Also er will das schon selbst in die Hand nehmen. Da ist jetzt auch so entweder ein jüngerer Freund, kann auch dein Bruder sein oder wirklich dein Sohn, je nachdem. Dein Sohn ist sehr zielgerichtet und schaut wirklich aufs Leben. Darum ist er schon ein bisschen weiter wie die Mutter oder der Partner hier. Also bei dir stehen die Gefühle und deine Familie natürlich im Vordergrund, weil hier Partner und Mutter liegt, die sehr in Unordnung sind, im Stress sind, im Chaos sind, weil Kummer und Schmerz haben, mutlos sind, weil sie eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, was hier sichtbar wird im Leben. Das müssen sie lernen und da ist eigentlich dein Auftrag, weil das so direkt drauf liegt, hilf ihnen. Dein Gefühl, dein Mitgefühl, dein Einfühlungsvermögen ist hier gefragt, zu helfen. Dein Partner wird dankbar sehen, dass hier wieder Sicherheit plötzlich kommt in die Familie und auch die Ordnung in die Familie. Und auch das Kollektiv sieht das und dadurch wird es sie erleichtert. Es ist auch deine Hilfe wahrscheinlich oder mit deine Hilfe, ihnen das beizubringen, was auch immer passiert bei dir. Es hat mir irgendwas mit irgendeinem Vertrag oder Regierungs, im weitesten Sinne Regierung oder was Offizielles zu tun bei dir. Was genau kannst nur du wissen? Betrifft natürlich und betrifft irgendwie deine ganze Familie und auch das Umfeld. Das Kollektiv ist ja auch immer das Umfeld, was absolut Hilfe braucht. Und die Hilfe wird von dir gefordert. Aber nicht von den Leuten, sondern von deinem Gefühl selber. Du musst jetzt helfen. Also es wird von dir selber, von dir gefordert. Weil diese alte Ordnung ist hier eben vorbei und bringt aber dann wieder Ordnung rein. Also sie ist hier vorbei, aber bald kommt wieder Ordnung ins Heim. Durch irgendwas Neues, Offizielles. Und dafür bist du sehr dankbar. Also es geht was weg und es kommt gleich wieder etwas. 14, 15, 16, 17, vorbei verändert sich, also vorbei liegt in der Veränderung. Das heißt, es ist vorbei und verändert sich gleichzeitig, also es passiert gleichzeitig. Das ist vorbei und irgendwas Neues kommt dann sofort drauf. Die Ordnung liegt in den Sternen, das heißt, die Ordnung wird dann wieder sichtbar. 16, 17, 18, Quatsch, 14, 15, 16, 17, 18, 19, siehst du, die Unordnung liegt auf diese offiziellen Sachen, wo alle ein bisschen durcheinander sind. Das sind praktisch offizielle Sachen, sind komplett in Unordnung hier. Sag, mag es sein, die Regierung selber, mag es sein, irgendein Vertrag, Aktien, was auch immer, weitläufig, global gesehen, etwas Offizielles ist. Das ist bei dir völlig in Unordnung. Darum sind deine nahe Familie, dein Partner, deine Mutter, deine Kinder und Freunde so durcheinander, so in Unordnung. Aber das hört sich auf. Die Ordnung wird wieder sichtbar, die liegt in den Sternen, das ist etwas, ich sehe es klar und damit ist alles vorbei. Das heißt eben auch diese Unordnung und es kommt wieder Ordnung, sehr schnell, sehr bald und die wird
dann im aktiven Fluss sein. Das heißt, die wird fließen, die gibt auch Reichtum. Reichtum auch an Selbstverantwortung, Reichtum an Annehmen und an Sicherheit. Also das ist schon sehr, sehr positiv, was da kommt. Anscheinend ist bei dir gerade jetzt etwas passiert, was auch immer, was sichtbar wird im Leben und Heilung bringt, aber deine Familie ist da noch sehr in Unordnung und du bist gefragt, da zu helfen. Ja, also lieber Stier, hast du was zu tun, aber du kriegst Hilfe. Du bist absolut selbstverantwortlich und weißt auch, dass diese Leute selbstverantwortlich sind für ihre Gefühle, für ihr Sein und genauso musst du es ihnen auch vermitteln. Du kannst ihnen nichts abnehmen, du kannst ihnen nur helfen, es selbst zu verstehen. Weil sie selber müssen daraus ihre Schlüsse ziehen. Das kannst nicht du, sie müssen lernen. Du kannst nicht für sie lernen, das kannst du immer nur für dich selber. Aber du bist eine starke Persönlichkeit und den Kummerschmerz in der Familie, hier liegt er ja nochmal, da war ich gar nicht schwer, Kummerschmerz in der Familie annehmen. Die ganzen Gefühle müssen angenommen werden, dafür kriegst du Hilfe, dann kommt alles wieder ins Reine. Ja, das ist schön, das gefällt mir. Du wirst helfen, du kannst helfen und alles wird wieder gut. Dauert halt der Zeit, gell? Also mein, der Ausgang hier ist noch nicht, Ausgang hier ist, du bekommst Hilfe und es wird ein Weg gefunden für alle. Auflösen tut sich bis Ende des Monats noch nicht. Es wird immer besser und besser und besser, aber es wird noch nicht geklärt sein. Aber ansonsten liegt es schön. Ich danke dir. Tschüss.